Der Papst handelte in einer Position der Stärke, denn die Monarchie war durch die Ereignisse der letzten Jahre in schlechten Ruf geraten. Umgekehrt war die Autorität des Papstes gewachsen. Die Reformen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die Besinnung auf das Wesentliche, zeigten schon Wirkung. Scharfsinnige Männer waren auf der Seite der Reformer zu finden. So bildete sich ein Anspruch der Universalität der römischen Kirche und des Primates des Papstes heraus. Libertas Ecclesiae, Freiheit der Kirche, war der Wahlspruch der Reformer in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Die Reformer predigten den Vorrang der Geistlichen vor der weltlichen Gewalt. Das machte einen Angriff auf das Kaisertum überhaupt erst möglich, zumal Heinrich IV. Ja noch nicht zum Kaiser gekrönt war. Der Kampf gegen die Eigenkirche des Adels konnte nun beginnen. Das Papsttum beanspruchte die Herrschaft über die Welt, auch weil mit gegenseitiger Exkommunition 1054 der Bruch der römischen mit der orthodoxen Kirche erfolgt ist. So wurde aus einer Reform geradezu eine Revolution. Den Ereignissen ging im März 1075 das sogenannte Dictatus Pape voraus. In 27 Punkten wird die Vormacht des Papstes über alle anderen in der Welt und der Kirche postuliert. Er darf Bischöfe ein- und absetzen, er darf allein nur universal genannt werden. Außerdem steht ihm das Recht zu, neue Gesetze zu erlassen. Nur er darf kaiserliche Herrschaftszeichen verwenden. Die Fürsten sollen ihm die Füße küssen und er darf den Kaiser selbst absetzen. Schließlich stellte er fest, dass die römische Kirche niemals irrt. Es ist das Programm eines Papstkaisertums.